Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, heute bin ich wieder in einem wunderschönen Wald unterwegs, südlich von Ingolstadt. Wir haben hier viele Kiefern, wir haben auch so Mischwaldabschnitte. Und ich mag heute auch wieder mal schauen, was es hier so zu finden gibt. Ab und zu gibt es hier so ein bisschen Regen. Heute ist ein sehr regnerischer Tag, aber es soll ja gegen Vormittag dann ein bisschen aufklaren und mit Regnen aufhören. Aktuell hat es schon ein bisschen aufgehört. Wir schauen einfach mal, was es heute so zu finden gibt. Ich nehme euch wieder ein Stückchen mit. Let's go! Auf diesem Totholz findet sich hier wieder ein Schleimpilz. Und man sieht richtig, ne, diese schleimige Konsistenz hier. Ja, leider hat die noch keine richtige Form gebildet, dass man nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, was es für ein Schleimpilz ist. Ja, hier umschließt er so ein bisschen die Wurzel. Und hier drüben, da auch noch mal ein Stückchen vom Schleimpilz. Ja, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen näher ranzoome, kann man es nicht hundertprozentig ausmachen. Es könnte ein geweihförmiger Schleimpilz sein. Es könnte aber auch ein gelb-weißes Netzpolster werden. Kann man auch nicht erkennen, vielleicht später mal. Die Schleimpilze haben wirklich eine super Zeit erwischt. Hier haben wir wieder eine gelbe Lobblüte, auch mit sehr, sehr frischem jungen Wachstum. Da versuche ich auch noch mal ein bisschen besser ranzuzoomen, dass ihr die noch mal besser erkennen könnt. Ja, ganz jung. Ja, das sieht immer noch ein bisschen so blumenkohlmäßig, so flockig aus. Also wunderschön hier. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, meine Kamera verschwimmt hier auch so ein bisschen. Aber man kann sie, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja, die wächst hier auf diesen Moos, umschließt dieses Moos und ernährt sich hier von den Bakterien, die da drauf leben. Hier könnt ihr noch mal ganz frisches Wachstum sehen, und zwar von den grünblättrigen Schwefelköpfen. Ist auch ein Vollgesetzer, kommt auch nicht nur im Herbst vor, und man kann die ganz gut erkennen an diesen kleinen Köpfen hier, die immer so aus Totholz rauswachsen, und an diesen, ja, so neongelben, grünlichen, giftigen Tönen. Das kommt hier auf der Kamera immer nicht so gut rüber. Moment, heute mag mein Fokus mal wieder nicht. Jetzt hat, jetzt. Auch nicht. Irgendwie hat er halt keinen Bock. Es regnet auch immer noch. Aber das stört mich ja nicht. Dann gucken wir uns mal diesen größeren hier an. Da ist eine Schnecke unterwegs. Ja, jetzt nehmen wir den größeren mal raus. So, dann gucken wir uns den nochmal an. Schaut mal her, hier kann man doch ganz gut erkennen. Ups, da kommen hier diese grünlichen Töne. Ah, jetzt hat. Ja. Es regnet, meine Kamera, die ist irgendwie nicht in der Lage, heute so richtig zu fokussieren hier bei diesem Regen. Ja, also man kann deutlich diese grünlichen Töne erkennen. Also das ist ein magen-darm-giftiger Pilz, nicht tödlich giftig. Ja, man kann die ganz gut erkennen, also dieser Stiel hier, ne? Der ist auch relativ zäh. Und diese Farben halt, was so typisch für den ist. Ja, von der Oberseite eher. Ja, so ein bisschen gelblich, kann auch ein bisschen ins Orange gehen. Ja, schöner Fund heute. Und auch hier wieder ganz junges Wachstum von denen. Auch die Stinkmäuschen sind hier angekommen. Die sind hier vielleicht schon, ja, 1-2 Tage alt. Man kann das ganz gut erkennen. Ja, man sieht diese... Also ich fasse jetzt nicht an, ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich die angefasst habe. Wenn die so sind, fass sie nicht mehr an. Es stinkt wie Sau. Also man sieht hier diesen porösen Stiel. Ja, der ist sehr, sehr porös, sehr brüchig. Und hier haben wir dieses Kopfteil, was dann so eine Gleber noch dran hat. Ja, also man sieht es, das hat so eine, ja, olivbräunliche bis grünliche Farbe, die überzieht praktisch diese Stinkmäuschel. Und da laben sich praktisch die Fliegen dran und so weiter. Und die übertragen dann auch die Sporen weiter. Ja. Es hat hier schon mal ausgewachsen. Unten wachsen die ja immer aus so einem Hexenei heraus. Das sieht man hier jetzt leider nicht. Ich gucke mal, ob ich nachher noch ein Hexenei finde.
Das Hexenei kann man ja essen. Da habe ich schon mal probiert. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Dieses Experiment in meiner Playlist Annettes Kochbuch. Und ja. Oh, da drüben ist noch eine. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Schaut mal her. Hier auch noch mal. Ja, hier könnt ihr die auch noch mal sehen. Also hier von innen auch wieder hohl der Stiel. So. Und hier kann man das auch erkennen, ne? Ganz porös. Der Stiel hohl von innen. Leider sehe ich hier kein Hexenei. Das ist ganz, ganz schade. Aber vielleicht finde ich noch mal eins. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das jetzt hier riecht. Das hat so einen Aasgeruch. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Andere finden es ganz, ganz schlimm. Aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Also anfassen, wie gesagt, tue ich die nicht. Das habe ich mal gemacht, um ein Schnittbild zu machen. War nicht so lecker. Ja, schaut her. Hier jetzt eine ganz, ganz frische Junge. Ja, hier sieht man auch noch mal diese wunderschöne Gleber, ja, die hier so umzieht oder umhüllt. Ja, ganz toll. Also ganz frisches Wachstum hier. Sieht man relativ selten, dass man die so jung findet. Aber sehr, sehr schön. Schaut hier, nur ein paar Meter weiter habe ich jetzt wieder so einen richtig schönen, perfekten Fruchtkörper gefunden. Den schauen wir uns auch gleich nochmal an, weil der tut sich jetzt hier so rauswürgen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen dann das Ei erkennen. Schauen wir mal, jetzt hebt man hier das mal ein bisschen auf Seiten. Ach, schaut mal, die Schnecke hier, ne? Naja, ah ja, schaut hier. Dann kann man es noch ein kleines bisschen erkennen. Hier, unten drunter, da war das Hexenei. Ja? So, der Schnecke gefällt es auch hier. Und hier kann man das erkennen. Da ist dieses Hexenei, woraus die sich dann hochwölbt. Ja, da drüben, da stehen ja noch die Stinkmorcheln, die ich euch gerade gezeigt habe. Und hier noch ein paar Meter weiter habe ich jetzt einen wunderschönen rotrandigen Baumschwamm gefunden. Ja, schaut mal her. Und was, der ist ein bisschen älter hier, aber was ich euch zeigen wollte eigentlich, ist dieses junge Exemplar hier. Und schaut mal her. Der hat hier auch wieder wunderschöne Rotationstropfen. Ja, ich filme es mal vielleicht von der anderen Seite. Da kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Das Licht fällt hier ein bisschen schlecht rein. Moment. Ja, hier kann man es ein bisschen besser hoffentlich erkennen. Ja, also wenn dieser Fruchtkörper Wasserüberschuss hat, dann tun sich dann praktisch so kleine Rotationstropfen bilden. Ja, und der sondert das dann wieder ab. Und schaut mal, wie schön der ist, ne? Ein wunderschöner Fruchtkörper hier. Ganz jung. Hier haben wir wieder einen Baumstumpf. Da ist oben erstmal ein Blutmilchpilz. Der ist schon ein bisschen zerdetscht hier, dieses rosa-pinke. Und hier unten ist der geweihförmige Schleimpilz. Ja, mit seinen wunderschönen geweihförmigen Strukturen, was ihm denn auch den Namen verleiht. Ja, und hier oben nochmal das Pinke, wahrscheinlich ein alter Blutmilchpilz. Hier seht ihr jetzt einen Täubling, also ich vermute, das war mal ein Frauentäubling. Der ist natürlich hier schon viel zu weit, also man kann jetzt auch die Lamellen gar nicht mehr erkennen. Also die Schnecken haben die total abgefressen. Naja, hier haben wir ein Schneckenpärchen. Ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Täubling, also ein Sprödblättler. Man sieht es hier, das ist relativ spröde. Was es jetzt wirklich war, kann man jetzt nicht mehr so wirklich ausmachen. Wie gesagt, ja, Lamellen sind nicht mehr da, da könnte man es auch erkennen, was es gewesen ist. Weil Frauentäubling, da verschmieren dann so die Lamellen. Ja, aber wieder eine Art, die es heute zu finden gibt. Und die nächste Art zeigt sich. Wer kann es schon sehen? Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Art. Hier. Sehr unscheinbar. Und zwar ein wunderschöner Ohrlöffelstacheling. Ja, warum heißt der so? Der heißt so, weil er unten auf der Unterseite vom Fruchtkörper, jetzt ist er mir abgehauen, Moment, wunderschöne Stacheln hat.
Jetzt fängt es wieder, es regnet an. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen besser hier drauf kriege. Wir haben auch kein... Hier ist es recht dunkel. Ich nehme den, glaube ich, mal mit und filme den nachher nochmal, wo es ein bisschen heller ist. Ja, jetzt habe ich hier eine schöne Stelle gefunden, wo ich auch ein bisschen filmen kann. Ja, also hier sieht man diesen Ohrlöffelstacheling. Ja, mal ein bisschen genauer. Sie haben so eine filzige Oberfläche. Könnt ihr das ganz gut erkennen? Ja, und von unten, da kann man jetzt wunderschön die Stacheln erkennen. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Pilz, ist auch recht unscheinbar. Aber von unten ist er wirklich sehr, sehr schön. Ja. Der Stiel ist auch immer so schwarz, so ein bisschen faserig auch. Schaut mal hier, wie schön. Ja, den kann man auch ganzjährig finden. Also der verstoffwechselt so entweder bevorzugt eigentlich Kiefernzapfen, aber auch, ich habe ihn auch schon auf Fichtenzapfen gefunden. Da ist er deutlich seltener. Schaut mal, was ich jetzt gefunden habe. Die ersten Heidelbeeren sind schon reif. Ja, unfassbar. Schaut mal her. Die ersten Heidelbeeren hier schon. Wahnsinn. Ja, überall. Oh, überall sind welche. Aber ich habe jetzt leider kein Gefäß, wo ich die mitnehmen kann. Aber die werden jetzt auch schon reif. Unglaublich. Ich habe Glück. Hier zeigt sich wieder eine neue ankommende Amanita-Art, und zwar der Perlpilz. Ja, hier kann man schon ganz gut erkennen, diese rötlichen Töne. Ich versuche den jetzt mal ganz rauszuhebeln hier, damit man auch unten diese rübenartige Knolle ganz gut erkennt. Das ist hier ein bisschen schwierig, aber jetzt nehmen wir den mal raus, ja, und der ist natürlich madig, ne? Also ganz typisch für die Perlpilze ist immer, dass die madig sind. Ja, den gucken wir uns jetzt noch mal von der Nähe ein bisschen an. Ja, typisch, ne, diese Fraßstellen, die sind immer so rötlich. Der nennt sich ja auch rötende Wulstling. Ja, dann gucken wir uns den Stiel an und die Manschette. Also die Manschette ist ein Teil von der Teilhülle. Und hier sieht man, dass die deutlich gerieft ausfällt. Ja. Auch man sieht oben diese Velumreste von der Gesamthülle und diese rötlich-bräunlichen Farben. Das ist ganz typisch für den Perlpilz. Und natürlich auch, dass der ganz oft madig ist. Ja, schade. Der bleibt natürlich hier. Wäre an sich ein essbarer Pilz. So, jetzt gucken wir uns den hier mal an. Das könnte... Ah ja. Aha. Das könnte der breitblättrige Holzrübling sein. Ja, also der hat wirklich sehr weit auseinanderstehende Lamellen hier. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also er hat kein rosafarbenes Spurenpulver. Das heißt, es würde schon mal die Dachpilze ausschließen. Und vom Lamellenstand könnte es wirklich sein, dass es dieser breitblättrige Holzrübling ist. Ja, mitten auf dem Weg ein riesengroßer Hexenröhrling. Also ich gehe davon aus, der ist, ja, der ist schon hier. Ja, also man sieht hier, wenn man reindrückt in das Hutfleisch und es bleibt sowas stehen, dann befindet der sich schon in der Eiweißzersetzung. Ja, jetzt gucken wir den trotzdem mal an. Ich nehme den trotzdem mal ein Stückchen raus, dass wir uns den nochmal von unten anschauen können. Schaut mal her, dieser sieht man diese wunderschönen rötlichen Röhrenmündungen. Jetzt habe ich es. Ich habe heute Sprachproblem. Röhrenmündungen. Also an sich sind die Röhren gelb. Das kann man hier ganz gut erkennen. Na, da sieht man das durch den Schneckenfraß. Die sind gelb und nur die Mündungen, also die Enden, sind so rot verfärbt. Ja, man kann jetzt den Stiel auch nicht mehr so ganz gut erkennen. Aber jetzt schauen wir nochmal. Ich mache nochmal einen Schnitt, dann kann man nämlich sehen, wie schön der bläut. Ja, also ich mache jetzt ein kleines Stückchen ab hier. Ja, und schaut her, das Fleisch an sich ist ja gelb und da fängt aber sofort intensiv das Blauen an. Das ist ganz, ganz typisch für die Hexenröhrlinge.
Ich gehe jetzt davon aus, dass es ein flockenstilliger Hexenröhrling gewesen ist. Aber so ganz genau kann man es jetzt nicht mehr am Stiel ausmachen. Der ist schon zu sehr abgefressen. Ja, der bleibt hier natürlich stehen. Also solche alten Fruchtkörper nehmt bitte nicht mit. Das macht gar keinen Sinn. Kriegt ihr bloß eine Eiweißvergiftung. Also es ist wie, als wenn ihr Gammelfleisch essen würdet. Macht wirklich keinen Sinn. Aber ich freue mich. Der ist hier riesengroß geworden und macht Hoffnung, dass ich vielleicht noch ein paar andere finde. Und wieder wunderschönes, frisches Wachstum von den grünblättrigen Schwefelköpfen. Ja, wunderbar. Also heute läuft's, ne? Also es hat jetzt, sagen wir mal, es ist heute Tag 10, 11 nach dem großen Regen. Und ja, ich denke mal so noch ein paar Tage und dann kommen dann auch die anderen Mykorrhiza-Pilze. Auch hier sind wieder grünblättrige Schwefelköpfe am Wachsen. Auch relativ frisch noch. Ja, die sind nicht... Meine Kamera. Moment. So, jetzt hat. Also die sind auch nicht essbar. Also die sind Magen-Darm-giftig. Ja, und ich werde immer wieder gefragt unter den Videos oder auch bei der Rubrik Pilze unter der Lupe, ob die Pilze essbar sind. Ja, für manche ist es wirklich interessant, aber für mich mittlerweile nicht mehr. Also für mich ist es eher interessant, dass ich neue Arten finde oder mein Wissen erweitern kann. Vielleicht habe ich die höhere Ebene des Pilzesuchens gefunden, ich weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, es interessiert mich weniger. Ich gehe auch ganz oft mit dem leeren Korb nach Hause, weil ich habe sehr hohen Anspruch mittlerweile an das Pilzesuchen, beziehungsweise was für Arten ich mitnehme oder auch Größe, die Qualität der Pilze, das hat sich sehr geändert. Also als Kind und auch als Jugendliche war mir das vollkommen wurscht. Da bin ich mit meinen Eltern im Herbst in den Wald gegangen und da wurde alles gesammelt, was nicht nied- und nagelfest ist. Also wir haben damals auch noch Grünlinge gesammelt, die Nebelkappen gesammelt, na, was heute eher bedenkliche Arten sind. Oder auch ja, Pilze von Qualität, wo ich heute sagen würde, oh, würde ich heute so nicht mehr essen. Das war früher egal. Also, ne? Aber heutzutage ist es für mich wirklich nicht mehr so interessant, Sachen mit nach Hause zu nehmen zum Essen. Also wie gesagt, mir geht es eher um die Artenvielfalt oder dass ich halt mein Wissen erweitern kann. Und nochmal eine wunderschöne junge gelbe Lohblüte hier an diesem wunderschönen Moos. An dieser umgekippten Buche sehen wir jetzt hier überall gesäte Tintlinge, also ganz junges, frisches Wachstum. Und zwar sind die ungefähr stecknadelkopfgroß. Diesen Stamm kenne ich schon länger. Der stand vor einem halben Jahr noch und jetzt ist er umgekippt. Also das ist so ein richtiger alter morscher Buchenstamm hier gewesen. Und lustig ist, dass die ganz komisch auch hier rauswachsen. Ja, also teilweise wachsen die sogar kopfüber hier. Also das ist sehr, sehr witzig. Habe ich so auch noch nie gesehen, aber wahrscheinlich haben die noch die Tendenz, wie früher zu wachsen, als dieser alte morsche Stumpf noch stand. Schaut hier, ganz winzige kleine Fruchtkörper. Und hier wachsen die einfach kopfüber. Total witzig. Ja, hier auch nochmal wunderschöne grünblättrige Schwefelköpfe. Ja, ich werde mich so langsam Richtung Auto begeben. Auf jeden Fall kommt jetzt hier ein bisschen die Sonne raus. Ja, ich habe heute und morgen frei. Und ja, morgen versuche ich auch nochmal in den Wald zu gehen, aber ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, weil meine Schuhe, seht ihr das? Die schwimmen vor Wasser. Die muss ich erstmal trocken kriegen. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Hier im Wald. Tschüss.